Hallo bei der Forst- und Artholzgestaltung in Freital. Wir befinden uns hier in unserer Werkstatt. Ich wollte euch heute mal zeigen, wie so ein kleines, aber feines Türschild entsteht, was wir über unseren Internetshop bei der Wander vertreiben. Als erstes, wie alle unsere Produkte, fangen wir mit dem planken Holz an. Wir haben ein eigenes Sägewerk, schneiden unser Holz selber und fertigen daraus alle Produkte, vom Spielplatz hin bis zu eben diesen kleinen Sachen. So, wir fangen jetzt mal an. Für unsere Schilder verwenden wir größtenteils Birke. Die Birke ist ein ziemlich mittelhartes Holz. Sie hat eine schöne glatte Oberfläche, keine offenen Poren und eine schlichte, einfache Maserung, die jetzt auch beim kleinen Schilder nicht stört. Als nächstes, wir haben jetzt dieses Brett bearbeitet, dass wir es hobeln können. Und dann können wir daraus die kleinen Schilderteile zurechtsägen. Nach dem Formatieren des Holzes ist die Oberfläche immer noch rau und zudem ist die Fläche uneben und nicht zum Gravieren geeignet. Deshalb werde ich die jetzt mal abrichten, eine glatte Fläche dran machen und die Dicke genau aushobeln sowie die Breite, damit wir das Format genau haben und das im Prinzip in eine Leere einspannen können und dass jedes Stück dann auch gleich aussieht für unsere Kunden dann. Die ist jetzt genau 6 cm breit und 8 mm dick. Genau das, was wir brauchen für so ein Türschild.
Und jetzt müssen wir noch die ganze Sache auf 15 cm Stücken schneiden. Dann haben wir den Grundrohling für unser Schild. Damit haben wir jetzt unsere Rohlinge zusammen und können uns jetzt an die Fräse machen. Das ist unsere CNC-Fräse von der Firma Heitz. Das ist für mich das innovativste Werkzeug, was wir zurzeit haben. Man kann nicht bloß die Schilder fräsen, man kann im Holz alle Fräsarbeiten durchführen, man kann Fotos in Holz fräsen und man kann auch Sperrholz in allen Arten bearbeiten damit. So, ich habe jetzt unseren Rohling hier eingespannt, eine Leere dafür gebaut, damit es nicht wegrutscht. Und kann jetzt im Corretor, das ist ein Zeichenprogramm, die Grundlage jetzt dafür erstellen, die Grafik und die Schrift. So. Ich habe jetzt hier die Spindel genau über den Startpunkt eingestellt und tue diesen jetzt speichern und gebe dann bei den Parametern, bei den Werkzeugen noch ein, wie tief ich das eingefräst haben möchte. Lassen sich alle Tiefen einstellen und man kann auch, wenn es zu viel ist, mit einmal fräsen, in mehreren Schritten diese Fräsvorgänge durchführen. Wir haben jetzt 1 mm eingestellt, sichern das Ganze nochmal und können jetzt den Fräsprozess starten.
somit ist unser Schild fertig, hervorragender Qualität gefräst, wie man es mit handwerklichen Mitteln gar nicht herstellen könnte. Und das Ganze wird jetzt noch geschliffen, damit die Oberfläche ganz glatt sind und die Kanten verbrochen werden. Und anschließend tue ich diese Eule noch kolorieren, damit es mit farbigen Akzent mitsetzt. Ja, und dann wird alles zum Schluss noch geölt mit Leinöl, was wir verwenden. Und dann ist das Schild fertig. Auf dem Fräsen von Heiz kann man natürlich nicht nur kleine Sachen machen, sondern auch größere, wie dies hier. Ist gar kein Problem. Unsere ZS1000, auf der kann ich im Prinzip sagen, bis zu 1 Meter mal 60 cm fräsen. Und es gibt auch noch größere. Wer Interesse hat, kann sich unter CNC-Step kommen. Wenn wir mal angucken, was die Firma Heiz noch für Produkte hat. Da gibt es auch zahlreiche Videos dazu und Anleitungen, was man alles mit solchen Maschinen fertigen kann. Bei uns gibt es hier die kleine Auswahl. Wir machen Ausschilder, Relieffräsen oder eben Wegweiser. Ja, guten Tag und herzlich willkommen in unserem Laden in Tharandt. Ich habe das Schild wieder dabei. Inzwischen ist die Eule handkoloriert worden und das Ganze dann noch mit einem Überzug mit Leinöl bezogen worden, damit das Ganze auch witterungsbeständig ist. Die Strift an sich, die ist nicht extra abgehoben, weil im Laufe der Zeit sich da eh Staub ansetzt und das weiter herauskommt, was sich absetzt. So, das war jetzt erstmal zu den Sachen. Wir haben natürlich für diesen Sachen andere Motive, die wir dann noch zeigen werden. Aber es ist ja nicht so, dass wir nur diese kleinen Schilder machen. Sie können natürlich auch größere Schilder und vor allen Dingen Ihre Wunschschilder bei uns bekommen. Per E-Mail können Sie Ihre Vorschläge zuschicken. Sie erhalten dann ein unverbindliches Angebot und ja. Und dann können wir auch noch außer Holzschildern Kunststoffschilder fertigen, in allen Größen und allen Texten, die Sie haben möchten. Und Sie lassen sich nicht nur irgendwo anbringen, sondern auch fürs Auto mit Saugnäpfen. Also diese Buchstaben oder Grafiken, die lassen sich in verschiedenen Arten ins Holz gravieren. Da haben wir einmal schon, wie gesehen, hier am kleinen Schild die Einlinienschrift, die wir hier auch haben, für feine Gravuren und Texte. Dann haben wir die Möglichkeit, unsere Texte Kontur zu fräsen, das heißt breite Schriftarten auszufräsen. Das hat den Vorteil, dass diese dann durch die farbige Absetzung auch weithin sichtbar sind. Und das Beste, also die beste Qualität im Prinzip erreicht man mit den erhaben gefrästen Schildern. Hier bleibt der Buchstabe stehen und der Hintergrund wird ausgefräst. Das kann einmal irgendein Hintergrund sein, eine Form oder wie hier ein Rechteck oder dann parallel zur Schrift, dass sich da hier im Computer irgendwelche Gebilde ergeben, die dann ausgefräst werden. Ja, Schilder so herzustellen, die sind natürlich auch nicht billig. Wir leben in einer standardisierten Welt, wo es fast alles gleich ist. Wanderwege werden gleich beschildert. Es gibt nichts mehr Herausragendes. Und
die Sachen in dieser Kultur mit diesen Werbeträgern geht einiges unter. Und deshalb wollten wir uns mit diesen Schildern hier absetzen, wollten gute, qualitativ hochwertige Schilder herstellen, die sich natürlich aus diesen Rahmen herausheben und entsprechend aufmerksam machen. Nun nochmal zurück zu unseren Schildern. Natürlich können Sie diese auch mit anderem Dekor kriegen. Gut, reicht.